Schön, dass ihr da seid. Wir rennen immer noch in den Tod. Eine weitere Folge vom Verfolger gekillt werden. Bitteschön. Nee. Gut, also vom Verfolger gekillt werden ist es diesmal nicht. Diesmal wurden wir von den Orks aus Isengard getötet. Gleich beim der erste Versuch in dieser Folge geht an die Orks. 1:0 für die Orks. Oh Mann, ey. Ja, wo bin ich da geleckt? Na, okay, zu früh gehauen. Komm, fall bitte runter. Nein, na zurückrollen ist es nicht. Ich muss in dem Move muss ich auf ihn zurollen. Nein, 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 oh, das war dumm. Es sah im ersten Moment für mich wie ein anderer Schlag aus. Ah, ärgerlich. Das war jetzt gerade absolut mein Fehler. Boah, wenn die mich jetzt getroffen hätten. Ich brauche auch einen neuen Controller. Der hier ist mittlerweile ziemlich abgenutzt. Shit. Ja, das war auch wieder mein Fehler. Ich wollte zu viel. Ich wollte ein bisschen mehr Schaden machen. Dieses Müh mehr Schaden hat mich den Kopf gekostet. Ich weiß nicht, wie lange wollt ihr das noch sehen? Ich mache ihm ja genug Schaden so. Also ich habe ihn ja schon bei so lange, bis DS3 kommt. ich mache ihm ja gefühlt echt genug Schaden, würde ich sagen. Geht bestimmt mehr. Ich könnte mich jetzt irgendwie hart hochleveln an irgendwelchen Mobs. Bin ich jetzt nicht so richtig begeistert von... Kann ich ihm hier schon eine mitgeben? Nee, der haut mich. Oh, das war ein anderer Schlag, als ich dachte. Ja, das war das von vorhin, als ich auf ihn zugerannt bin. Hat er auch den gemacht, genau.
Oh oh. Wow. Nee, Mist. Schade. Scheiße. Jetzt hatte ich gerade ein richtig gutes Gefühl. Ich habe den einen Drehschlag von oben erkannt, ausweichen können. Ich habe den... Ja, ich habe alles sehen können. Da war jetzt gerade einfach... meine eigene Inkompetenz. Niki, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle da seid, freut mich. Ja, Niki, wir haben schon eine Stunde, anderthalb Boss-Run hinter uns. Es hat sich nicht viel verändert. Bin minimal besser geworden im Ausweichen, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe mich für eine andere Waffe entschieden. Ich weiß noch nicht ganz, wann ich 160 Schaden mache und wann ich nur 100 Schaden mache. Nee. Oh, ich habe gehofft, er macht den dritten nicht. Das war einfach ins Blaue geraten. Ja, der ist wie Artorias. Der ist sehr minimal verändert, sehr ähnlich zu Artorias. Etwas fantasielos, aber mei. Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich sag, jetzt fällt er bald. Jetzt fällt er bald. Jetzt kommen die Orks aus Isengard. Ah, gut, passt. Ja, ich nehme jetzt den Flakon schon. Egal. Shit. Schon wieder zu viel gewollt hier an der Stelle. Nein, nein, nein. Warum hoffe ich denn, dass er den dritten nicht macht? Warum hoffe ich da drauf? Hoffnung ist das, was in diesem Spiel einfach nicht funktioniert. Es ist jetzt schon das zweite, dritte Mal, dass ich hoffe, dass er den dritten Schlag nicht macht. Hoffnung kommt vor dem Fall. Ach ja. Und der Fall kommt, ja. Aber sie stirbt. Ja. Also ich sterbe jedes Mal mit Hoffnung im Herzen. Sterbe ich an dem Verfolger.
Nein, es reicht nicht, oder? Oh Gott, ey. Man auch kaum ein Fenster hat, um diesen Flakon ganz zu saufen. Er trinkt ihn leer, nimmt die Hand runter, überlegt noch, muss ich rülpsen oder muss ich nicht rülpsen? Und dann kann man erst ausweichen oder schlagen. Haha, keine Iframes für den Tassilo! Wuhu! Endlich wieder in der Rolle gekillt worden. Nice. Geil. Vielleicht an ihm dranbleiben triggert vielleicht eine andere Bewegung. Ja, ja, das habe ich alles schon festgestellt, dass das so ist. Habe ich alles schon bemerkt. Aber ich will nicht die Bewegung. Oh Gott. Ja, natürlich treffen die beiden mich, weil ich jetzt nicht auf die Ausdauerleiste geguckt habe. Diese Bewegung, die ist am besten. Mit der komme ich am besten klar. Wenn er die 100 Mal macht, dann habe ich gewonnen. Und wie soll man das rausfinden? Vielleicht kann ich... Ich vermute mal, dass es Balance sein wird. Aber vielleicht kann ich hier... Angriffe standhalten. Nee. Erhöht Leichtigkeit des Ausweichens und andere Aktionen. Nee. Hä, dann ist es das aber nicht. Gesamtwert aller Ausrüstungsgegenstände. Zauber, bla bla. Geschicklichkeit. Ja, nee, ich möchte es aber auch nicht von euch hören, bitte. Das ist, ich vermute, dass es Balance oder Bewegung ist. Steht hier allerdings nichts dran. Angriffe standhalten.
Erhöht die Stärke, körperliche Angriffe zu verursachen. Ja, keine Ahnung. Ah, du weißt es selbst nicht, okay. Ich denke, es ist Balance, das klingt irgendwie sinnvoll. Menschlichkeitsabbild, Mensch, Menschenabbilder habe ich auch keine mehr. Was ziemlich ärgerlich ist. Nein! Ach ja. Oh, Mann. Sein Schwert ist über mich drüber geflogen, bei dem Stich nach vorne mit dem blauen Schwert. Und ich wurde wieder in sein Schwert reingelaggt, gebuggt. Es war näher dran als das eine Mal, wo ich wirklich einen halben Meter neben ihm stand und dann plötzlich in seinem Schwert war. Aber es war trotzdem, hat er mich eigentlich nicht getroffen, der Boy. Eigentlich. Ja, dass ich da keine Zeit habe, um zu saufen. Das ist voll mies. Ich habe nie Zeit zum Saufen. Er kommt schon wieder und... Oh, diesmal habe ich's. Diesmal hat's gereicht. Sehr gut. Oh. Und da wird die Rolle wird ausgeführt. Die Rolle wird ausgeführt. Ich habe gedrückt, ich wurde gestaggert, trotzdem gestaggert von ihm oder halt getroffen. Dann wurde die Rolle nicht ausgeführt. Und nach seinem Hit, der dann mein Staggern verursacht und nachdem die Animation vorbei war, wurde die Rolle trotzdem ausgeführt. Ungefähr 2 Sekunden später. Was soll denn das bitte? Ah. Nee, ein Zipfel war es noch nicht. Ein Zipfel war es noch nicht. Nicht so wie bei dem ersten Boss, bei dem ich fast First Try den Kill hatte. Da war es dann wirklich nur noch ein Zipfel. Aber auf 50% ungefähr war er schon. Und ich glaube, ich bin einfach zu versteift darauf, das zu reproduzieren.
bin super steif darauf, weil ich weiß, dass es geht und mach dann Unsinn. Komm, ich brauch dein Blausten. Ich weiß nicht, in welchem Moment ich heilen kann, ohne dass er mich trifft. Es gibt für mich kein Fenster zum Heilen. Ich sehe es nicht. Ich sehe kein Heilfenster. Selbst wenn er gerade den blauen Stich macht, habe ich teilweise schon, nur wenn er eine minimal längere Pause danach macht, bevor er seinen nächsten Angriff startet, nur dann reicht es aus, dass der Flakon durchgeht. Ansonsten habe ich bisher keine Pause gehabt, in der ich wirklich heilen konnte, ohne dass er danach mir nochmal trotzdem noch einen Hit gesetzt hat. Ich muss ihn fast No-Hit killen. Ich sehe kein Heilungsfenster. Nein, warum roll ich denn nach hinten? Warum roll ich nach hinten? Warum roll ich nach hinten? Warum habe ich versucht, ihn zweimal zu hauen? Ich dachte, nach seinem blauen Schwert habe ich genug Zeit. Nein, man hat nicht genug Zeit. Warum rolle ich nach hinten? Nach vorne auf ihn zurollen ist bisher immer die bessere Wahl gewesen. Bei jedem Move von ihm. Außer da. Seht ihr das? Ich habe nie genug Zeit zum Heilen. Es kommt immer noch irgendein Unsinn hinterher, an dem ich dann nicht heilen darf.
Ich muss ihn ohne Heilung killen. Das ist einfach so. Ach Mist, schade. Ja, ich durfte einmal heilen. Yes, nice. Ah, ich habe ja nichts mehr zum Heilen. Nein, shit. Nein, 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 noch mal. Nein. Ah. Hä? Ist da wirklich nichts mehr drin? Shorts Content. Ja, also ich hab ihn. Ich hab ihn jetzt dann demnächst. Dauert nicht mehr lang. Ich hab sein Moveset drin und ich hab seine. Ich weiß jetzt, wie ich ausweichen muss. Mittlerweile habe ich mehr Angst vor den Orks als vor ihm. Ja, oder vor dem Typen mit den Pfeilen. Das war ein Hit? Lol, er hat mich gehittet. An der Stelle. Scheiße. Oh. Nochmal gut gegangen. Jetzt muss ich irgendwie... Jawohl. Perfekt. Shit!
Yes. Nice. Ah, oh, finally. Endlich. Ah. Oh. Oh, da kommt was. Oh. Kommt gleich der Bastard angelaufen. Ah. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da hinten hauen sie schon wieder auf irgendeinen Baum drauf. Da unten ist noch ein bisschen Loot. Das ist bestimmt zum Runterdroppen hier. Ich glaube, ich bin über dem... Da ist ein Nest. Leider passiert nichts. Okay, keine Ahnung. Ach so, du bist irgendwie so eine Todesstatue. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das sah aus wie ein Baum immer, aber da oben ist ja so ein Loch drin. Okay, vielleicht hätte ich da hingehen müssen, als der noch gelebt hat. Der Riese, den ich unten gekillt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar nicht gelesen, was ich bekommen habe. Bisschen doof. Das ist wirklich, das ist, glaube ich, der Fiebertraum von dem Charakter im ersten. Das ist... Nichts anderes, gefühlt. Verlorene Festung, nice. Guck mal, Leuchtfeuer, Wunderbärchen. Aha, okay, wer ist er? Matte Glut. Ein Menschen, aber Menschenbild. Ja, benutzen wir jetzt, auch wenn ich vorhin kurz mal gedacht habe, vielleicht benutze ich die nie wieder. Weil es sich einfach irgendwie nicht lohnt, aber in so ein neues Gebiet reingehen, lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt muss ich erst hier hinreisen, damit ich dann leveln kann bei der Frau. Oh Mann, das ist ja doof. Hi. Bearer of Seek Souls. Larger Seek the King. That is the lest this land swallow you whole. Okay, ich will aufsteigen, bitte. Balance. Körperabwehr, Belastung, Kondition, Belastung, Gift, körperliche Abwehr, Belastung, Zauber, Stärke, Geschicklichkeit. Geschicklichkeit könnte auch ein Wert sein, der Iframes levelt, ne? Aber ich gehe mal ein bisschen auf Kondition. Die gibt mir Trefferpunkte, körperliche Abwehr, Ausdauer. Das passt. Wir ballern mal jetzt ein bisschen Kondition. Und nochmal hier was rein. Jawohl. So. Ich würde mal die Hellebarde ein Level hoch machen bei ihm. Mal gucken. Oder zwei. Wie? Mehr geht nicht? Ach, da brauche ich jetzt Titanscherben für. Aber ich habe 2 von 1. Ne, 2 brauche ich, 1 habe ich. Hm. Ach so, ich brauche hier für das erste Level schon eine Titanscherbe. Ich dachte schon, ich habe doch ein paar gefunden. Na gut.
1444 Seelen. Ist auch das Stadia in... Nee, ich will nichts von dir. Ich wollte zum Leuchtfeuer. Was ist EU4? Ich gehe jetzt einfach mal dort weiter. Am fernen Turm. Europa Universalis, das klingt ja wild. So, wer bist du? Und da komme ich jetzt noch nicht hin. Bist du der König? Nee, wahrscheinlich nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Was habe ich denn für Gegenstände von dem bekommen gerade? Das hier? Stellt Trefferpunkte wieder her, heilt alle Statuseffekte, göttlicher Segen. Ah, okay. Oh, okay, den hätte ich vielleicht mal benutzen sollen bei dem Kampf gerade. Explodiert und richtet Magieschaden an. Oh, den hätte ich, das hätte ich auch benutzen können. Eieiei, jetzt sehe ich die Items, ne? Zu spät. Aber im Hinterkopf behalten wir am Schadens-Items. Armbrust, paar Schilde, Hüte, Rüstungen. Ah, ein Ring, guck mal. Ring der Klingen erhöht körperliche Angriffe. Ja, den will ich, glaube ich, benutzen. Ich glaube, er hat mich bemerkt. Merkt aber, dass er nicht rankommt. also diesen Lebensring sehe ich jetzt irgendwie nicht. Wie viel weniger habe ich jetzt? Nicht erkennbar, ja. So. Was? Da hinten liegt was. Muss ich jetzt... Oh, das ist aber nicht... Okay, hier komme ich rum. Naja, dann gucken wir mal. Was kannst du denn so? Du hast eine gigantische Reichweite. Und kannst Feuerbälle. Ganz offensichtlich. Autsch. Man lebt so seine Grenzverschiebungsfantasien. Oh Mann. Hey, wer bist du denn? Hallo. What is it? I don't know you and you don't know me. Ja, ich wollte mal lieb Hallo sagen. Entschuldigung. Okay, ist das deine Kiste? Darf ich die aufmachen? Uralter Schlüssel. Finde ich gut. Ah, okay. Nur Kavallerie beispielsweise. Challenge Runs. Okay, okay. Klingt nach einem verrückten Spiel. Okay, also hier sind wieder die Orks. Da ist so ein Magiefuzzi. Das ist jetzt erstmal... Erstmal nicht cool, weil der kommt. Können wir uns darauf einigen, dass ich erstmal zum Leuchtfeuer zurückgehe und ich meine Flakons wieder auffülle, weil ich habe nämlich ein bisschen Mist gebaut hier. Tut mir leid, ich komme gleich wieder zu dir. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst.
Es ist doch wohl ein schlechter Witz. Ach nee. Hundis und ein Armbrustboy. Leute, nee. Ganz ehrlich. Ja, genau. Was? Ja. Wir haben Zeit. Alles easy. Armbrust regelt. Seele, okay, namenloser Soldat. Ich darf nicht auf Fässer draufhauen. Wissen wir jetzt. Versuche ich mir zu merken. Bis ich wieder draufhau. Kann ich dich runterschieben? Wow. Jetzt bin ich so gut wie hinüber. Oh Mann, ey. Nehme ich jetzt so einen Lebensstein? Ich sterb doch sowieso. Hallo? Das ist doch fake hier. Nee, nicht fake? Okay. Ja, nee, ist klar. Ja, nee. Das ist nicht dein Ernst. Wo ist die Tür? Ich habe mich gerade eben 1,5 bis 2 Stunden an diesem dämlichen Verfolger abgerackert. Nein. Nein. Spiel, nein. Ja, nee, ich will da hinten hin, bevor du mit deiner Armbrust auf mich losgehst. Schimmernder Lebensstein, große Titanscherbe. Wait. Ein schimmernder Lebensstein? Okay, da gibt's wohl noch größere Varianten von. Kannst du bitte wegkommen von dem Fass? Aber das ist doch das gleiche wie der Boss eben. Der Boy, der jetzt hier kommt. Thank you.
Warum probiere ich denn zu saufen? Warum probiere ich's denn überhaupt? Weil er sich umgedreht hat und es für mich so aussah, als würde er vielleicht in irgendeiner Animation kurz drin hängen, damit ich ein Schlückchen, ein kleines Schlückchen trinken kann. Oh, okay, man kann von oben Angriffe machen. So, das mit dem Fass ist echt eine blöde... Ey, ich habe keinen Schaden gekriegt. Nice. Ja, klar. Da ging der Angriff von oben nicht, aber wahrscheinlich, weil es ein Viech ist und nicht menschlich. So, wann kommst du hier? Wie viel Schaden kann ich dir in der Zeit machen? Nicht so viel, wie ich gerne hätte. Und dass ich jetzt hier schon wieder... Ihr seht es ja selber. Ich lag einen halben Meter nach rechts weg, obwohl er mich nicht getroffen hat. Er hat mich nicht getroffen und mich zubbelt in sein Schwert rein. Das finde ich... Das ist... ganz, ganz schlechtes... Schlechtes... Kennt ihr diese Szene mit Peter Griffin, wo er sein Schienbein hält? So fühlt sich das an. Hilfe, komm mal, hör mal auf. Können wir uns nicht hier unten prügeln, bitte? Fände ich echt lieb von euch, danke. Mir sind da zu viele so Fässer unterwegs und so. Bin ich hier nicht irgendwie gerade vorhin hochgekommen? Nee, ne? Musste hier durch. Hier bin ich nicht wieder rübergekommen. Ach, das ist doch doof. Oh, wo kommt er denn her? Ups, erstmal in die falsche Richtung hauen. Nee, warum? Warum? Dass man in drei Hits nicht einmal ausweichen darf. Dass man nicht ausweichen darf in diesen drei Hits. Es ist... Ich will da hinten an die Truhe ran jetzt. Ich hole mir jetzt den Loot da hinten und sterb halt einfach nochmal. Ja, genau. Genau das wollte ich. Ja. Ja, genau so wollte ich das. Das ist perfekt. Seid mir jetzt echt egal, ey. Alles egal. So. Wir müssen einmal hier eine Kiste aufmachen, Leute. Tut mir leid. Ich muss hier einmal looten. Danke, da war ein Menschenabbild drin. Nice, passt. Da renne ich jetzt nachher nochmal kurz hin, hol mir die Seelen wieder, renn wieder zurück. Dann liegen sie da oben, dann habe ich 2000, 3000 Seelen noch. Diese ganze Ecke da, scheiß drauf. Sowas Unnötiges. Mann.
Ja, ist mir alles egal. So. Nee, jetzt bin ich tot. Oh, war das knapp. Die Feuerbälle von denen, die sind ja mal richtig schmerzhaft. Die machen mich One-Shot. Was ist das hier überhaupt? Kennst du mich mittlerweile? Ich war schon mal da. When they see this mask, but you, I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls, and so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point, well, you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help. I come from Mira, a land of knights. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be. Okay. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal den. Kann ich aimen? Ja, ich kann mit der Armbrust aimen. Hey, hey! Ich hoffe, das ist ein Explosionsfass, auf das ich da jetzt gleich schießen werde. Wow. Okay. Busa. Ja, das mit dem Shorts-Content, das müsste ich mal probieren, ob ich es irgendwie... Komm, nee, nee. Hau bitte zu, nee. Den Feuerball mögen wir nicht. Du sollst mich hauen und dann hoffentlich die Fässer hauen. Wie er mich trotzdem trifft. Das ist doch... Ach Mann, ey, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn das? Warum? Und jetzt bin ich schon wieder bei fast 50% Leben.
Das Spiel bricht mich bald. Ich bin bald gebrochen. Ja. Achso, ich könnte eigentlich wieder ein Schwert nehmen, weil gegen die müsste ich ja parieren können, ne? Das probiere ich mal eben. Einfach irgendeins, ist ja wurscht. Ich will nur gucken, ob ich parieren kann. Und dann das halbe Leben weg. So sind die einfacher. Hey, Tim, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle da seid, natürlich. Also. So, bitte bewirft mich mit. Kannst du das in Zukunft bitte nicht mehr machen? Kannst du das in Zukunft bitte nicht mehr tun? Auf die Explosionsfässer ballern. Ey, ich glaub's ja nicht. So, wo will ich denn lang? Tim, wie geht's? Alles klar bei dir? Die nächsten Deppen, die auf Explosionsfässer hauen. Die Orks. Die Orks! Jawohl! Ah, das ist das großartig. Ah, Leute, es ist schon wieder eine Stunde Aufnahme. Ich muss es, glaube ich, wieder sagen. Twitch, wartet kurz, es geht schon weiter. Aber YouTube... Danke fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Ab jetzt geht's wieder voran. Es gibt Fortschritt. Yes! Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.